Hi, ich bin die Sue. Und ich bin der Martin. Herzlich willkommen zum BDK Vlog. Woo! Ihr schaut die zweite Folge des BDK Vlog. Und heute geht es um die Verbandskampagne des BDKJ. Bevor wir euch die Verbandskampagne näher bringen, möchten wir euch nochmal kurz sagen, welche Verbände es bei uns gibt. Die KJG. Die Kolpingjugend. Die DPSG. Die PSG. Die KSJ. Die KJB. So, ich finde, es wird höchste Zeit, dass es sowas wie die Verbandskampagne gibt. Ja. Jetzt stell dir mal vor, noch viel mehr Kinder und Jugendliche könnten die Erfahrungen machen, die wir im Verband selber für uns machen konnten. Das wäre voll geil. Also wenn du überlegst, ich war früher echt ein kleines, schüchternes Mäuschen. Und dadurch, dass ich im Verband Verantwortung übernommen habe, Leitung übernommen habe und selbst organisiert Sachen gemacht habe, bin ich echt viel selbstbewusster geworden. Und habe wirklich was auch irgendwie auch für mich gelernt und für mich was mitgenommen. Und außerdem gibt es nichts Schöneres als lachende Kinderaugen. Das stimmt, ja, da hast du recht. Und genau das ist es, was unser Logo ausdrücken möchte. Vertraut, verknüpft, verbannt. Das Vertraut steht für all die Werte und Prinzipien, für das, was dieses Verbandsfeeling ausmacht. Wenn ich mein Verbandslogo sehe, dann fühle ich mich daheim. Verknüpft steht für die vielen Kontakte, die man knüpfen kann. Viele Menschen, die man kennenlernt, egal ob auf Diözesan, Dekanats- oder Gemeindeebene. Man lernt Leute kennen, man ist gemeinsam unterwegs, man trifft sich und man macht vor allem viele coole Veranstaltungen zusammen. Und deshalb Verband. Und um das zu erreichen, haben wir uns im Arbeitskreis drei Ziele gesetzt. Ziel Nummer 1, Dekanate und Mitgliedsverbände werden gemeinsam aktiv und gründen in jeder Region 5 neue Verbandsgruppen. Ziel 2, die Mitgliedsverbände, also alle 6, die wir vorher vorgestellt haben, sind nicht nur bekannt, sondern auch erlebbar geworden. Ziel 3, um das zu erreichen, sind alle Ebenen, egal ob Diözesanebene, Dekanatsebene oder Gemeindeebene, miteinander verknüpft und wissen, was auf jeder Ebene passiert. Licht! Kamera! Ton! Läuft! Läuft! Und bitte! Okay. Okay, und wie kriegen wir jetzt die Leute dazu, Verbände zu gründen? Wir haben uns das überlegt. Wir als AK wetten gegen euch, dass ihr es nicht schafft, eine neue Verbandsgruppe zu gründen. Ganz egal, welcher Verband. Und da ist es egal, ob ihr als Dekanatsebene wettet, ob ihr als Mitgliedsverband wettet oder ob ihr als Mitgliedsverband mit einem Dekanat kooperiert. Wir als Arbeitskreis wetten immer dagegen und hoffen natürlich, dass ihr gewinnt. Und wenn ihr gewinnt, also neue Gruppen entstehen oder ganz alte, eingeschlafene Gruppen wiederbelebt werden, dann dürft ihr euch was Cooles von uns aussuchen. Wir haben den ganzen Katalog voller Geschenke. Apropos Geschenke. Wir haben unsere wunderschöne Verbandskampagnenbox dabei. Darin sind unter anderem Plakate und Flyer oder mal ein Verbandschokolade, wenn ihr mal wieder ein Spiel braucht. Und auch ein Impuls zum Thema Verbände. Natürlich geht's nicht ohne Giveaways. Wir haben zum Beispiel Kugelschreiber. Oder einen coolen USB-Stick mit vielen Präsentationen drauf, Flyern und Checklisten, wie man am besten rangeht, wenn man Verbände gründen will. Also, schließt Wetten mit uns ab. Und gründe Verbandsgruppen. Bam! Das war's mit dem BDK-Vlog. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal.